Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Lars Schall. Ich begrüße euch da draußen zu einer Sendung mit den Autoren Matthias Weik und Marc Friedrich, und zwar zu deren Bestseller Der größte Raubzug der Geschichte, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, erschienen im Tektum Sachbuchverlag. Hallo, seid ihr da? Ja, hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir haben uns entschieden, uns heute nicht zu siezen, weil wir uns kennen. Wir bleiben dann mal bei dem Du, allzumal es, glaube ich, auch eher eine jugendliche Zielgruppe heute angeht, was wir hier betreiben. Könnt ihr euch vielleicht erst einmal vorstellen, ein Publikum, das euch nicht so gut kennt? Ja, gerne. Also mein Name ist Marc Friedrich. Ich habe Betriebswirtschaft studiert in Aalen. Und hab dann, war eigentlich Turbokapitalist, habe dann auch Geld am neuen Markt gewonnen und verloren, wahrscheinlich jeder damals. Bin dann aber durch eine Erfahrung 2001 in Argentinien vor die Frage gestellt worden, wie funktioniert eigentlich unser Geld und unser Geldsystem? Denn ich habe live einen Staatsbankrott in Argentinien mitbekommen und das war nicht so schön. Und seitdem hat sich mein ganzes Bild ein wenig geändert vom Turbokapitalisten zum Kapitalismuskritiker. Kann man schon fast sagen. Und seit 2006 halte ich Vorträge zu dem Thema und seit 2008 mit meinem Kindergartenfreund Matthias Weik zusammen, der sich jetzt hier vorstellt. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Weik. Auch ich war Turbokapitalist, habe auch internationale Betriebswirtschaft in Australien studiert, habe dann noch ein MBA gemacht, auch Kind des neuen Marktes. Damals hat man ja gedacht, man muss sich nur noch achten. Und das ist es dann. Und da habe ich dann, wie viele andere, erfahren, dass es nicht so einfach ist. Und ich habe mir dann überlegt, wie könnte das sein, dass wir auf so eine Riesenblase reingefallen sind, auf so einen Mumpitz, man kann fast schon sagen Betrug. Aber was ich heute an den Märkten sehe, finde ich wesentlich gravierender. Das ist noch eine viel größere Blase wie anno dazumal. Okay, bevor ich noch weitere Fragen stelle, möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Zuhörer auch Fragen stellen können. Und zwar, wenn ihr Fragen stellen wollt, so schickt sie unter info@jungle-drum.de. Ich wiederhole, info@jungle-drum.de. Ihr sprachet gerade an, dass ihr Turbokapitalist gewesen seid. Was ist ein Turbokapitalist? Ja gut, wir haben beide einen Elite-Studiengang hinter uns gebracht und uns wurde damals eingetrichtert, ihr seid die Wirtschaftselite von morgen. Und unser Ziel war es ganz klar und auch von allen Kommilitonen, wir werden einfach jetzt Gas geben, wir machen Karriere und mit 30 sitzen wir irgendwo in der Karibik auf der Yacht und fahren Porsche. Das war das Ziel, das wurde uns auch eingetrichtert. Und deswegen waren wir Turbokapitalisten, weil wir auch in der Branche teilweise gearbeitet haben. Also ich war bei einer Venture-Capital-Firma, da ging es halt um Summen ab 10 Millionen Franken los und davor war es überhaupt nicht wichtig. Und damals war ja auch dann noch parallel der neue Markt. Jeder hat ja praktisch versucht, am neuen Markt sein Glück zu versuchen. Die meisten haben sich natürlich die Finger verbrannt, weil es ist wie ein Casino, die Bank gewinnt immer und sowas auch am neuen Markt. Ja, warum gewinnt die Bank immer? Das hat System, ja. Das ist einfach so. Also die Bank gewinnt immer, weil ob ich jetzt kaufe oder verkaufe, die Bank bekommt ihre Gebühren, Depotgebühren, Zinsgebühren. Und da wir halt ein ungedecktes Papiergeldsystem haben, was auf Zins und Zinseszins beruht und die Banken aus dem Nichts Geld schöpfen können, gewinnt die Bank immer. Und es wird auch alles getan, um die Banken zu retten und bei guter Laune zu halten. Es wird ja nicht umsonst immer von der Politik verbreitet, die Banken sind systemrelevant. Da stelle ich mir die Frage, systemrelevant? Sind die Banken systemrelevant oder sind sie das System? Und für uns beide, der Herr Friedrich und mich, ist nicht eine Banksystemrelevanz, sondern zum Beispiel Ärzte, Feuerwehr, Polizei, weil wenn wir jetzt Krankenschwestern, wenn alle Ärzte in Deutschland sagen würden, aber wir machen jetzt einfach mal einen Tag zu, dann würden wir merken, was systemrelevant ist. Wenn alle Banken mal einen Tag zu haben, ich glaube, das würden wir alle überleben. Werden wir das nicht sowieso noch erleben, dass Banken mal ein paar Tage zumachen, diese sogenannten Bankholidays? Ja, das wird auf jeden Fall kommen, das ist klar. Also ich habe es in Argentinien damals auch erlebt, da waren die Banken einfach 2 Wochen geschlossen und nach 2 Wochen waren die wieder offen und dann war halt der Peso um 75% entwertet und die komplette Mittelschicht in Argentinien wurde
ausfrattiert, muss man wirklich so sagen. Und wir werden noch Verwerfungen erleben, die können wir uns gar nicht vorstellen. Also 2008, wenn wir denken, die Krise 2008 war groß, dann werden wir uns warm anziehen müssen, weil die Krise, die jetzt kommen wird, die wird richtig heftig. 2008 war dagegen Kinderfasching. 2008 sind wir vielleicht mit 120 km/h gegen die Wand gefahren. Jetzt 2013 fahren wir schon 240 km/h, haben uns aber zusätzlich noch losgeschnallt und nicht ausgeschaltet. Wenn wir betrachten, was in der Südperipherie von Europa vor sich geht, schauen wir nach Spanien, nach Griechenland, dann haben wir Arbeitslosigkeit von 27%, eine Jugendarbeitslosigkeit von weit über 50%, Tendenz weiter steigend. Da werden wir noch Dinge sehen und erleben, das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Und da sehen wir auch, was der Euro anrichtet. Der Euro zerstört Europa. Wir sind beides überzeugte Europäer. Aber momentan sehen wir, wie eine Währung wirklich einen Keil zwischen uns Europäer treibt. Ja, ich wollte euch fragen. Wir hören zwar immer Krise, Krise, Krise und alle paar Wochen auch, die Krise sei vorbei. Aber hat die eigentlich schon begonnen oder befindet sie sich noch in den Kinderschuhen? Die, Lars, da geben wir dir vollkommen recht, die Krise ist absolut noch in den Kinderschuhen. Also was wir bisher gesehen haben in Deutschland, war gar nichts, ja, war noch gar nichts. Also man muss ja auch überlegen, die Krise begleitet uns seit 2007, 2008, ne, seit über 5 Jahren. Und wir kriegen es nicht irgendwie tot, wir kriegen es nicht klein. Alle Rettungspakete sind ins Nichts verlaufen. Die Wahrheit ist, die Halbwertszeit aller Rettungspakete wird immer kürzer. Die Einschläge kommen immer näher, werden immer heftiger. Wir reden jetzt nicht mehr von Millionen, es geht um Milliarden und bald um Billionen, wenn man um Rettungspakete spricht. Und Fakt ist einfach, dass die Dynamik zunimmt. Und es gibt keine Lösung für die Krise. Sonst hätten uns die Politiker und Notenbankern schon längst eine Lösung präsentiert. Die Lösung wird der Crash sein. Tatsächlich. Monetäre Crash. Wir sagen auch, die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur anders sein. Und wenn wir uns mal so überlegen, ob jetzt 50% der Leute in einem Eigenheim wohnen oder 5%, ist ja eigentlich egal. So war es die letzten 2000 Jahre auch. Wohnen tun wir trotzdem noch. Das Einzige, was passieren wird mit diesem monetären Crash, ist die Verteilung des Wohlstandes, des Geldes von unten nach oben. Einige wenige werden viel mehr. Und viele werden viel weniger haben. Das ist alles. Es ist gerade der größte Raubzug der Geschichte. Es ist eine Vermögensumschichtung von unten nach oben. Ja, was ich euch fragen möchte, wir bleiben beim Thema, kommen jetzt aber noch mal kurz zu der Entstehungsgeschichte eures Buches. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Also wir halten seit 2008 Vorträge zu dem gleichen Namen, übrigens der größte Raubzug der Geschichte, zum Thema Finanzkrise. Und immer mehr Zuhörer haben dann gesagt, Mensch, könnt ihr mal nicht was auf Papier bringen? Das ist so, ihr habt 90-Minuten-Vortrag, wir brauchen da was Schriftliches. Und haben uns dazu entschieden, das mal auf Papier zu bringen. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ein bisschen aus. Wir haben insgesamt 2,5 Jahre recherchiert, weil wir haben einfach versucht, mit unserem Buch den Gesamtumfang mal darzulegen und einfach die verschiedenen Puzzleteile aus dem Nachrichtenwirrwarr seit 2007 und auch davor schon zu einem großen, verständlichen Gesamtbild zusammenzufassen und mit einem Ziel, es in verständliche Sprache zu gießen, dass es wirklich jeder versteht, egal ob es die Oma ist mit 80 oder der Schüler mit 16. Und obendrein haben wir uns gedacht, es gibt so viele dröge Finanzbücher und die Krise ist so ernst, wir schnicken das Finanzbuch einfach mit Witz und Humor, wir haben Cartoons eingebaut, viele Zitate, aber auch das alles ein bisschen auf die Schippe genommen, weil wenn man das alles ernst nimmt, dann wird es einem schlecht. Und wir wollen auch so ein bisschen darstellen, die Leute, die da eigentlich rumtun, nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Es ist völlig absurd, es ist außer Rand und Wand. Das Finanzsystem ist komplett pervertiert und man kann es eigentlich nur noch mit einem zwingenden Auge sehen. Aber wir haben auch einfach den Finger in die Wunde gelegt und wir haben Tacheles gesprochen. Also wir haben nicht um den heißen Brei geredet, sondern wir haben einfach gesagt, das ist der Status quo, das Finanzsystem wird scheitern. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann. Ja, also ich kann bestätigen aus eigener Anschauung, ich habe das Buch ja gelesen, es ist verständlich, ich habe nämlich das meiste verstanden. Und in eurem Buch, da beginnt ihr konsequent, möchte ich mal sagen, damit, dass ihr erst einmal darauf eingeht, auf die Frage, was ist Geld? Ja, könnt das ist ihr, sehr wichtig. Ja, genau. Aber da machen sich ja gar nicht so viele Menschen Gedanken drüber. Sollten sie es tun?
Absolut, es ist essentiell. Wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir arbeiten dafür, wir geben Lebenszeit her, um Geld zu verdienen. Und das Bizarre ist, Herr Weig und ich, also Matthias und ich, haben beide ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hinter uns gebracht und uns wurde das Geldsystem nie nahegelegt. Und das ist doch schon mal ein Indiz dafür, das darf nicht sein. Das muss jeder verstehen, um was es überhaupt geht. Und deswegen haben wir gesagt, der wichtigste Punkt ist es, unsere Intention ist es, dass der Mensch, die Menschen, die unser Buch lesen, endlich unser Geldsystem verstehen. Henry Ford hat ja richtig gesagt, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution. Und zwar schon morgen früh. Und deswegen möchten wir den Menschen das nahebringen, ob sie denn eine Revolution starten. Das liegt in ihren Händen. Aber wir sagen auch, es ist, wenn man Ja. unser Geldsystem betrachtet, dient es eigentlich nur einem ganz kleinen Prozentsatz der Menschheit. Deswegen ist auch die Occupy-Bewegung entstanden. In Amerika dient es 1%, bei uns sind es vielleicht noch 5%. Und es ist doch eigentlich, wir leben in der Demokratie und haben ein System und alle demokratischen Parteien unterstützen ein Finanzsystem, das nur einen kleinen Prozentsatz dient. Fakt ist, unser Finanzsystem ist zutiefst ungerecht. Zutiefst. Es dient wirklich nur einer kleinen Einheit, nicht allen Menschen. Das Ziel sollte es sein, nach dem Crash, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen und dass ein Finanzsystem implementiert wird, das allen Menschen dient. Ich wiederhole, allen. Wir werden auch oft gefragt, woran können wir denn erkennen, ob ich von unserem Finanzsystem profitiere? Und da kann ich sagen, das ist ganz einfach. Wenn meine Einnahmen aus leistungslosem Einkommen, sei es Mieteinnahmen, Aktien, Anleihen etc. pp., meine Zinsausgaben übersteigen. Jetzt werden manche Leute argumentieren, ich habe keine Schulden, ich bezahle keine Zinsen. Dem ist leider nicht so. Der Staat ist verschuldet. Wir bezahlen hierfür Zinsen. Die meisten Unternehmen sind verschuldet. Das heißt, jeden Artikel, den ich kaufe, zahlen verdeckt Zinsen. Die Banken sind verschuldet. Jedes Mal, wenn ich Geschäfte mit einer Bank tätige, zahle ich Zinsen. Und ein sehr großer Teil der privaten Haushalte ist verschuldet. Und dafür bezahle ich Zinsen. Und die Zinsen, die ich bezahle, die bekommt jemand anders. Ja, dann mal Butter bei die Fische, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen. Wie kommt Geld in den Umlauf? Wie kommt es in die Existenz? Also wir hatten ja bis 1971 hatten wir ja ein gedecktes Geldsystem. Es gab die Goldbindung an den Dollar. Und 1971 hat Richard Nixon, der damalige Präsident der USA, wegen den Kosten des Vietnamkriegs den Goldstandard aufgehoben. Also bis 1971 stand auf dem Dollarschein obendrauf in Gold we trust und da hat man einfach das L durchgestrichen und seitdem steht da nur noch in Gott we trust und das müssen wir auch alle, wir müssen das wirklich beten. Aber Fakt ist, seitdem können es weltweit alle Notenbanken, auch alle Geschäftsbanken, das ist wichtig, dass es auch alle wissen, also jede Commerzbank und jede Deutsche Bank und jede Sparkasse und Volksbank können aus dem Nichts Geld schöpfen. Es heißt sozusagen, wir haben seitdem ein Fiat-Money-System. Also Fiat-Money heißt, es werde Geld. Ja? Und Fiat-Lux aus der Bibel kennt Fiat jeder, es werde Licht. Also wird Geld aus dem Nichts geschöpft und geschaffen. Ja, gut, aber jetzt denkt doch jeder erst einmal das Geld, die Banken bekommen doch vielleicht mal ihr Geld erstmal von der Zentralbank, oder? Ja, es gibt natürlich, klar, aber man muss überlegen, nur ein Bruchteil des Geldes, das im System herumschwirrt, existiert auch tatsächlich physisch. Also wenn jeder 50. Bundesbürger sein Konto räumen würde, würde der ganze Euro kollabieren. Man muss überlegen, die Banken müssen seit Januar 2012 nur noch einen Mindestreservesatz bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hinterlegen von 1%. Das heißt, wenn du, Lars, 100 Euro bei der Bank hinterlegst, kann die mit dem Faktor 100 das Geld verleihen. Das heißt, aus einem Euro können bis zu 100 Euro werden. Und das ist dann praktisch ein ungedecktes Papiergeldsystem, basierend auf Zins und Zinseszins, was exponentiell wächst. Und jetzt ist es ganz wichtig, aufpassen. Exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt kann nicht funktionieren und führt ins Fiasko. Aus einem Euro werden 100 Euro. Theoretisch. Theoretisch, muss man überlegen. Und aus 100 Euro mit dem Faktor 100 und so weiter und so fort. Und so geht es seit 1971, beziehungsweise mit dem Faktor 100 seit Januar 2012. Und noch ein wichtiger Punkt, auch, was ich zum Geld sagen möchte, ist,
Wir haben ein sogenanntes Schuldgeldsystem. Die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen. Und manchmal wird ja der Unfug auch von der Politik gesagt, wir müssen alle unsere Schulden bezahlen, es müssen Schulden bezahlt werden. Wenn alle ihre Schulden bezahlen würden, dann gäbe es kein Geld mehr. Ja, ihr vertretet in eurem Buch die These, dass es systembedingt ist, dass Banken, private Banken, insbesondere gerne Staaten, Geld verleihen und nicht Unternehmen oder Privatpersonen. Warum ist das so? Das ist ganz einfach zu erklären, weil ein Staat ein hervorragender Schuldner ist, weil ihr müsst überlegen, der hat ja nicht der Staat, sondern die Bürger. Das heißt, in Deutschland sind es 82 Millionen Deutsche, die für diesen Staat bürgen, die dafür zahlen. Und da hat man einfach eine größere Sicherheit. Wenn man auch überlegt, Herr Schäuble hat vor 4 Wochen Rekordsteuereinnahmen verkündet von 600 Milliarden Euro, so viel wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber im nächsten Satz hat er gleich gesagt, trotzdem muss sich die Bundesrepublik neu verschulden mit über 20 Milliarden. Und dies ist ja ein Indikator dafür, dass es gar nicht gewollt ist, dass Schulden bezahlt werden. Das System kann auch nicht funktionieren. Das System ist gescheitert jetzt schon. Es sollte jedem wirklich die Augen öffnen und sagen, Mensch, wenn wir nicht mal in Rekordzeiten Schulden zurückzahlen und tilgen, was übrigens noch nie passiert ist in der Geschichte der Bundesrepublik, wir haben immer nur Zinsdienst bezahlt, dann ist es klar, man will gar nicht aus dieser Schuldknechtschaft heraustreten. Es geht wirklich nur darum, in der Zinsspirale drin zu bleiben und die Zinsen zu bezahlen, weil da verdienen die Banken richtig Geld. Keine Bank hat Interesse, dass vorzeitig ein Kredit aufgelöst wird oder zurückbezahlt wird, auch nicht von Staaten. Und da halt die Bürger alle haften, kann man da auch zugreifen jederzeit. Also haben jene Zeitgenossen recht, die sagen, Staatsbürger kommen von Bürger? Nein, also wenn man im Duden nachguckt, das Wort Bürgschaft hat nichts mit Bürger zu tun, aber leider im Resultat ist es doch so, wir alle werden 100% dafür zahlen müssen. Hier wird gerade eine komplette Generation verbrannt und wir werden alle dafür die Zeche zahlen müssen. Ja, ich glaube, die Städter müssen Schulden bedient werden. Ja, ist es denn eigentlich so, dass in dem Geldsystem, das ist das so aufgebaut, dass man wirklich immer mehr Schulden machen muss, ansonsten bricht es dann irgendwann dann doch zusammen? Ja, weil es exponentiell wächst durch die Punkte, ja. Es ist das ungedeckte Papiergeldsystem, es wächst durch Zins und Zins exponentiell und deswegen werden die Zahlen auch immer abstruser und bizarrer, aber irgendwann kommt der Kollaps. Das ist rein mathematisch sicher. Die Protagonisten haben nur eine einzige Chance, das alles aufzuhalten, indem sie das Naturgesetz Mathematik abschaffen. Und es wird leider nicht möglich sein. Ja, obwohl wir uns ja anstrengen, mal so zu tun, als wäre es möglich. Ja, lieber Lars, ich kann dir nur eins sagen. Das Einzige, was die Protagonisten und die Verantwortlichen aus Politik und Banken seit 2007 betreiben, ist volkswirtschaftliche Schadensmaximierung, und zwar auf Kosten der Menschen. Ja, nun sagt ihr auch, die Leute sollten nicht wirklich ihr Geld auf der Bank lassen. Da möchte ich zwei Fragen zustellen. Im Jahre 2008 stellten sich eine gewisse Frau Merkel und ein gewisser Herr Steinbrück vor TV-Kameras und machten was? Bezüglich der Sicherheit der Bankeneinlagen. Sie haben die Spareinlagen der Deutschen garantiert und da habe ich mich schon gefragt, was ist denn das für ein Unfug? Der Staat garantiert die Spareinlagen der Bürger. Wir sind der Staat. Der Staat hat 2 Billionen Schulden und garantiert die Spareinlagen der Bürger, die ein wesentlich höher sind. Das ist das Erste. Kann nicht funktionieren. Das Zweite ist, wo man wirklich die Bürger in das Licht geführt hat, das ist eine reine politische Absichtserklärung, die wurde niemals und die wird auch niemals gesetzlich verankert werden. Also wenn es wirklich crashen sollte und jemand würde bei der Frau Merkel oder dem Herrn Steinbrück anrufen und einen Anspruch geben, keine Chance. Es ist eine reine Absichtserklärung. Die hat juristisch keinen Wert. Das war einfach nur, um die Leute zu beruhigen, damit sie ihr Geld auf der Bank lassen, weil es damals durch Lehman und Hyper Real Estate schon einen Bankenrun gab. Ja. Und es ist sowieso, es ist wirklich fahrlässig, momentan Geld auf der Bank zu lassen, weil das ganz wichtig ist, was wir auch im Buch herausgestellt haben. Jeder denkt ja, das Geld auf meinem Sparbuch und auf meinem Konto gehört mir. Nein, dem ist leider nicht so. Bei den Recherchen für unser Buch mussten wir leider feststellen, das Geld gehört der Bank. Ich habe lediglich als
Person eine Forderung an die Bank und die Bank kann die Forderung nur so lange bezahlen, wie sie Geld hat. Und da muss man sich mal überlegen, wenn ich würde jemand empfehlen, den Eigenkapitalanteil seiner Bank anzuschauen, und dann sieht man, wie hoch die Banken verschuldet sind. Das heißt, wir leihen jemand Geld, der bis unter das Dach verschuldet ist und haben eigentlich nur einen Anspruch darauf. Aber wir können auch, versuchen Sie mal, einen etwas größeren Betrag bei der Bank abzuheben. Das geht nicht so einfach. Einzahlen können Sie immer, aber abheben in bar wird immer schwieriger. Und wenn man auch bedenkt, dass die Verzinsung momentan auf den Konten weit unter der Inflationsrate ist von 2,7% und das Geld gehört nicht mal mir, dann muss halt wirklich jeder morgen zur Bank gehen, einmal sein Geld abheben und entweder ein Schließfach legen oder an der Brust tragen oder um die Matratze stopfen, weil dann gehört es erst wirklich mir. Das ist ja merkwürdig. Also merkwürdig ist doch, wenn ich zur Bank gehe und ich möchte gerne einen Kredit für was auch immer haben, dann wird ja meine Kreditwürdigkeit geprüft. Jetzt, wenn ich euch zuhöre, dann hört sich das ja so an, dass die Banken nicht mehr kreditwürdig sind und sie bekommen trotzdem Geld. Richtig erkannt, genau. Sehr gut. Ha, ich bin doch nicht so dumm. Sagt auch, also die Leute sollen ihr Geld nicht auf der Bank behalten. Jetzt möchten Banken nicht unbedingt, dass wir wirklich Bargeld benutzen. Darauf geht ja auch ein in eurem Buch. Könnt ihr das mal erklären? Also gerade zum Beispiel bei uns bei unseren amerikanischen Freunden kommt das Bargeldbezahlen immer mehr in Verruf. Warum ist das so? Da muss man gar nicht über den Teich gucken, das passiert auch schon in Europa. Also wir werden weitere finanzielle Repressionen erleben. Schauen wir mal nach Südeuropa. Da gibt es Bargeldabhebungsbegrenzungen in Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und so weiter. Es gibt seit Januar 2012 ein Verbot in Italien, das muss man sich mal reinziehen, dass man Rechnungen nur noch bis 1000 Euro in bar bezahlen möchte. Immer unter dem Vorwand wegen Geldwäscheschutz. Ja. Fakt ist aber, es ist ein Geschenk an die Banken, weil praktisch dann größere Rechnungen bezahlt werden müssen. Dann muss das auf die Bank einbezahlt werden und die Banken können mit dem Faktor 100 damit einfach spielen und hedgen und ihre perversen Wetten auf Kosten der Allgemeinheit platzieren. Und des Weiteren hat der Staat die totale Kontrolle, wenn es kein Bargeldverkehr mehr gibt. Transparenz ist dann einfach nicht mehr gegeben. 100%, genau. Also komplette Kontrolle über den Geldverkehr, über die Bürger und so weiter. Und das werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, jetzt ist eine Frage eingereicht worden, die passt ja dann dazu. Der nächste Schritt des laufenden Raubzugs soll die bargeldlose Gesellschaft sein. Wäre damit nicht der Raubzug der Geldoligarchie in einer Finanzdiktatur vollendet? Man könnte es meinen, wir haben Beobachtungen festgestellt in letzter Zeit, die uns wirklich Sorge machen. Und zwar, man könnte mal meinen, dass wir gerade eine feindliche Übernahme der Finanzdiktatur erleben und eine Implementierung einer Finanzdiktatur. Man muss nur mal gucken, wer ist der Hüter des europäischen Geldes? Das ist Mr. Draghi. Und der Draghi war vorher lange Manager bei Goldman Sachs und hat auch die Geschichte mit Griechenland initiiert. Dann gucken wir nach England. Der neue Chef der Bank of England, Mark Carney, ist zum ersten Mal in 300 Jahren ein Nicht-Engländer, was schon gar nicht geht, wo viele Engländer sagen, haben wir keine guten Ökonomen mehr. Wo war der vorher? Der war auch bei der Bank of Canada, aber auch bei Goldman Sachs. Herr Monti, nicht demokratisch gewählter Präsident von Italien, war bei Goldman Sachs. Herr Papademos damals in Griechenland genauso. Und da gibt es viele weitere Beispiele, die einem wirklich Sorge machen, wo man denken könnte, es werden gerade wichtige Schlüsselpositionen, wie bei Scientology ungefähr, gesetzt, um die Menschheit zu unterwandern. Ja, ist das also eine Sekte, diese Geldsekte? Nein, das sind einfach nur Kapitalisten, die merken, man versklavt die Leute leichter über das Kapital wie mit Gewalt. Das läuft ja vollkommen friedlich ab. Die sind Profiteure des Finanzsystems und die werden natürlich auch alles daran legen, dass sie weiterhin Profiteure des Finanzsystems bleiben. Und die Finanzlobby ist die mächtigste Lobby auf der ganzen Welt. Siehe Basel III. Vor Basel III sind jetzt alle in die Knie gegangen, es wird nicht kommen. Und ich habe auch noch keine Börsentransaktionssteuer gesehen, über die wir ja seit 2008 fleißig diskutieren. Alles, was Herr Draghi und Co. KG gemacht haben, seitdem die Krise begonnen hat, waren reine Geschenke an die Banken und an die Finanzindustrie. Alles. Jedes Rettungspaket nach Griechenland ging 1:1 nach Frankfurt, nach London, nach Paris zu
den großen Banken, weil die die Eigentümer sind der Staatsanleihen. Da hat kein Grieche was davon gesehen. Ja, gut. Sollen wir mal ein wenig Musik hören und danach weitersprechen? Wäre das in eurem Sinne? Ja, gerne. Okay, Ja, dann ganz hören gut. wir nämlich jetzt ein Gedicht von mir, das nennt sich Nachtgedanken und wurde von Paul Damerow vertont. Und Jan, spiel doch mal bitte das Stück ab. In der still andauernden Nacht auf dem einsamen Gipfel des Berges beim Blick zum Himmel, überwältigt von der Leere zwischen den Punkten aus vergangenem Glanze und ebenso für immer verglühtem Licht, sinne ich auf die Eiseskälte, welche zwischen den Sternen in dem weiten dunklen Raume ist. Es leuchten die Punkte und künden vom Ende der Zeit und davon, dass nicht so beständig wie die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. So, dann sind wir jetzt wieder zurück. Ich hoffe es jedenfalls. Und jetzt werden wir uns mal ein wenig dem Ja, Moritz. Euro widmen. Ihr seid da? Ja, Moritz sind da. Ihr seid da, das ist schön. Dann bin ich ja nicht allein mit meinen Sorgen. Wenn wir den Euro besprechen, dann müssen wir nicht lange darüber debattieren, dass zum Beispiel Griechenland vom Euro ganz bestimmt nicht profitiert hat. Wir hören aber immer wieder, dass Deutschland vom Euro profitiert habe. Ihr widersprecht. Warum tut ihr das? Seid ihr Also Miesmacher? vorweg möchte ich noch sagen, nein, um Gottes Willen, das sind die lebensbejahende, optimistische Menschen, aber wir haben halt einfach die Fakten herangezogen, haben die Vergangenheit geschaut und haben mit Erschrecken feststellen müssen bei den Recherchen für unser Buch, dass in der Vergangenheit alle Papiergeldsysteme, die ungedeckt waren, als auch alle Währungsunionen im Übrigen,
gescheitert sind, immer und auch immer wertlos geworden sind. Wenn man zum Beispiel schaut, die letzte Währungsunion in Europa war die Lateinische Münzunion und die ist 1924 ironischerweise auch durch Griechenland aufgelöst worden. Und jetzt haben wir das gleich, man muss nur in die Vergangenheit schauen und dann kann man auch praktisch daraus lernen. Aber Griechenland ist ein sehr guter Ratgeber. In die Zukunft gucken kann weder Herr Weig noch ich, ne? Keiner kann es außer Banken und Investmentbanker und Analysten, die können in die Zukunft gucken, wir allerdings nicht. Aber ich möchte einen Punkt widersprechen. Griechenland hat sehr wohl vom Euro profitiert. Auch die ganze Südschiene Europas hat lange, lange, lange Zeit vom Euro profitiert, weil sie hatten enorm niedrige Zinsen und konnten einfach einen kreditfinanzierten Konsumboom sich lassen, den sie sich hätten sonst nie leisten können. Die haben jahrelang eine Riesenparty gehabt, aber jetzt ist halt satter. Jetzt kommt halt die Kehrtseite. Niemals wäre in Spanien beispielsweise so ein gigantischer Immobilienboom möglich gewesen. Der war nur möglich aufgrund des Euros, der niedrigen Zinsen und des vielen billigen Geldes. Aber jetzt ist eben Zahltag. Die Blase ist geplatzt und jetzt sieht man die Kehrseite. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, der Euro bringt Europa nicht zusammen. Der Euro zerstört Europa. Und wir haben auch wirklich Angst. Die Tendenzen sind ja schon wirklich zu sehen, dass wir momentan einen Nährboden schaffen, der Extremisten oder auch Nationalisten und Separatisten Aufschub gibt. Ne? Wenn man nach Griechenland guckt, da sitzen die Nazis und auch schon ganz, ganz linke Kommunisten schon im Parlament. Und deshalb sind gefährliche Entwicklungen. Wir werden auch bürgerkriegsähnliche Zustände sehen. Wenn man sich überlegt, in Spanien, mehr als jeder zweite Jugendliche hat keinen Job und keine Zukunft. Die machen Revolution irgendwann. In Griechenland genau das Gleiche. Portugal, Italien, Tendenz steigt bei 35-40%. Und ein Land ohne Jugend ist ein Land ohne Zukunft. Und da gibt es gut ausgebildete Akademiker aus Spanien und Griechenland etc. pp. Bei uns in irgendwelchen Kaffeehausketten für 8 Euro die Stunde arbeiten, die davor 50 oder 100.000 Euro für ihr Studium bezahlt haben und sagen, wir haben keine Zukunft zu Hause, dann finde ich das äußerst bedenklich. Und ich glaube nicht, dass das das europäische Miteinander fördert. Und wir haben, also Deutschland ist noch die Insel der Glückseligen, um auf die Frage zurückzukommen, aber wir haben uns im Exportboom teilweise durch die Tage-2-Forderungen selber finanziert. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und noch geht es uns einigermaßen gut, aber die Rezession ist schon am Himmel. Im vierten Quartal war es schon rückläufig. Und ich bin mir sicher, die Griechen, Portugiesen, Spanier, Franzosen und wie sie alle heißen, die haben gerade ganz andere Probleme, als eine Stiel-Motorsäge zu kaufen oder ein BMW oder irgendwelche anderen deutschen Produkte. Ich möchte da ein Zitat sagen, und das regt zum Nachdenken an. Verschuldung ist nichts weiter als Konsum, der in der Zukunft nicht stattfindet. Und genau das Problem erleben wir. Wenn ich kein Geld mehr habe, dann kann ich auch nichts mehr kaufen. Und wir merken es hier noch nicht. Wie gesagt, noch sind wir auf der Glückseligen. Aber wenn unsere ganzen Handelspartner wegbrechen, und ich sage, dieses Jahr werden wir noch viel von Frankreich hören, weil in Frankreich geht es jetzt nämlich richtig zur Sache. Frankreich hat weniger Mittelstände, aber sehr viele große Konzerne und denen geht es bescheiden. Dass wir noch der Oasen der Glücklichen sind, ist halt wirklich auch die Tage-2-Forderung. Es sind 800 Milliarden, die die Bundesbank an die anderen Landesbanken, Notenbanken ausgeliehen hat. Und das Geld ist facto weg. Wo ihr das jetzt ansprecht mit dem Export, ist das eigentlich so wünschenswert? Müssen wir uns da immer freuen, dass wir zumindest noch Vize-Weltmeister im Export sind? Letztendlich importieren wir ja dann wenig, oder? Wir könnten uns freuen, wenn wir es nicht selber bezahlt hätten. Ja. Ich sage, was ist das für ein Titel, den wir selber bezahlt haben? Darüber freue ich mich nicht. Mhm. Ja gut, aber letztendlich, wer hat denn da was von hierzulande? Auch wenn wir es nicht bezahlt hätten. Ja, wir haben einfach dem System noch ein paar Monate, Jahre mehr eingehaucht. Uns geht es noch einigermaßen besser als dem Rest. Also wir leben noch ein paar Monate länger im Schlaraffenland. Wir haben von der Krise noch nicht gemerkt hier in Deutschland, auch 2008 nicht. Aber wie gesagt, wir haben lediglich die Fallhöhe noch höher justiert. Weil irgendwann wird es halt auch Deutschland erreichen. Es wird einen Dominoeffekt geben. Weil jetzt zeigt halt auch die Globalisierung ihre hässliche Fratze oder ihre Kehrseite. Weil was jahrelang als Wirtschaftsmotor angepriesen wurde, zeigt jetzt halt auch, wie gefährlich es sein wird. Weil jetzt sind alle so miteinander verbunden und verwoben. Das heißt, es gibt einen Dominoeffekt, wenn nur eine Bank umkippt, eine Währung oder ein Land. Dann wird es alle erfassen. Dann wird es auch den Strudel nach unten geben für Deutschland. Wir müssen uns einfach überlegen, wenn früher ein Land wie Argentinien
2001 klar gegangen ist, das haben die meisten Leute außer sie hatten argentinische Staatsanwalt gar nicht mitbekommen. Aber jetzt wirklich eine große Schweizer Bank oder Yen oder Pfund oder Dollar oder der Euro, egal was fällt, dann sitzen wir alle in einem Boot. Und dann wird es einen globalen Effekt geben. Jetzt soll ja das Absaufen sozusagen des Euros unter anderem verhindert werden durch den europäischen Stabilitätsmechanismus. Ich möchte mal eine Phrase benutzen aus Was bin ich? Das war diese Fernsehsendung früher mit Welches Schweinerl hätten's denn gern? Mit dem Sparschwein. Und da hörte man immer wieder so, gehe ich recht in der Annahme, dass? Und zwar die Frage wäre jetzt, gehe ich recht in der Annahme, dass auch der ESM zugunsten der Banken da ist? Absolut, 100%. Das ist ein reines Geschenk an Finanzbranche, an Finanzindustrie. Und es ist eine riesengroße Sauerei, die passiert momentan. Weil für uns ist der Euro eine beispiellose Serie an Vertragsbrüchen, Lug und Betrug. Man muss überlegen, hier wird von oberster Stelle werden Verträge gebrochen, die geschlossen worden sind, wie No-Bailout-Klausel im Lissabonner Vertrag, die Maastrichter Verträge mit den Maastrichter Grenzen und die EZB, das jetzt unlimitiert Staatsanleihen aufkauft. Und der ESM ist sowas von undemokratisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle, muss ich mal überlegen, alle Leute, die dort arbeiten beim ESM, sind immun. Und was ist es für eine Demokratie, wenn man Institutionen und deren Angestellten keine Gerichtsbarkeit mehr unterstellen kann? Das ist für mich als aufrechter Demokrat sehr bedenklich. Alle Politiker können nicht irgendwie erfahren, was mit dem Geld, mit unseren Steuergeldern passiert. Also werden Milliarden sozusagen oder sogar teilweise Billionenbeträge über den Desk gehen, ohne dass jemand überprüfen kann, wohin das Geld geht. Und das lädt natürlich auch ein, Schindluder zu treiben. Und Fakt ist auch, dass der ESM nicht nur undemokratisch ist, sondern man muss auch überlegen, die Banken haben jetzt natürlich die Möglichkeiten, bei der EZB zum Beispiel, ihre Staatsanleihen, ihre Schrottanleihen abzugeben. Und wer haftet im Endeffekt dafür? Der europäische Steuerzahler. Und wer hat in Europa noch Geld? Es sind ein paar Länder. Und vor allem Deutschland. Und natürlich auch. Deswegen hat Herr Weidmann auch dagegen gestimmt, aber alle anderen 16 Chefs der Notenbanken waren dafür. Und das ist natürlich nach dem Motto, na gut, die Deutschen können ja mal sagen. Ja. Könnt ihr mal erklären, was ist eine Bad Bank und dann die Kurve bekommen hin zur EZB? Ist die EZB eine Bad Bank? Eigentlich sind alle Banken momentan eine Bad Bank, weil die haben momentan, wie gesagt, einen Verschuldungsgrad von 94, 95, 98% und die haben so viel Leichen im Keller. Man darf auch nicht vergessen, was wirklich eine absolute Farce ist. Seit 2008 haben weltweit alle Länder der Welt die Bilanzierungsregeln zugunsten der Versicherungen und Banken massiv geschönt und geändert. Das ist schon subventionierter Betrug eigentlich, der da passiert ist. Also wenn wir so bilanzieren würden, da würden wir kräftig auf die Nase fallen. Plus Minus hat da einen schönen Film dazu gemacht. Haben wir auch im Buch, ein langes Kapitel drin. Und Fakt ist aber, hätten die Banken nach alten, herkömmlichen, traditionellen Bilanzregeln bilanzieren müssen, hätten wir eine ganz andere Bankenlandschaft. Da wird es manche große Banken schon nicht mehr geben. Und wir haben momentan, also eine Backbank zum Beispiel, ist die Hypo Real Estate und die FMS Wertmanagement. Und wir haben auch bei unseren Recherchen ja feststellen müssen, dass die Hypo Real Estate von Anfang an als Backbank geplant war. Und die EZB kann man gut als Backbank bezeichnen, weil eine Backbank, die beherbergt praktisch alle Schrottpapiere, Schrottimmobilien, die nicht mehr veräußerbar sind, die praktisch am freien Markt nicht mehr verkauft werden können. Und jetzt haben halt die meisten Banken haben die halt in ihren Büchern drin, müssen sie aber nicht veröffentlichen oder bilanzieren. Und ob es eine LBBW ist oder eine Deutsche Bank oder auch eine Münchner Rück. Ja, und man kann aber Backbanks noch gründen, wie jetzt die Hypo Real Estate oder die FMS Wertmanagement, um die auslagern und steuerlich geltend machen. Ja, dann wird immer wieder betont, die Unabhängigkeit der EZB müsste bewahrt werden. Ist die EZB unabhängig? Das sehe ich nicht so. Die EZB wird meiner Ansicht nach schwer von der Politik beeinflusst und besteuert. Weil anderweitig kann ich mir die viele Entscheidungen der EZB nicht erklären. Ja, könnt ihr das noch ein bisschen nicht ausführen? Wenn ich mir anschaue, wie massiv jetzt die Politik denkt, also ich kann es nicht beweisen, aber das macht den Anschein, einen Druck auf die EZB ausgeübt hat, Staatsanleihen zu kaufen, in die Staatsanleihen einzusteigen, damit
die Frau Merkel sagen muss, ja, wir müssen Griechenland retten. Jetzt wird eben Griechenland indirekt über die EZB gerettet. Aber bezahlen müssen wir so oder so. Abgesehen davon hat die EZB ihren Gläubigerstatus abgegeben. Man muss überlegen, genau. Also am 6. September 2012 hat Herr Draghi gesagt, wir kaufen jetzt unlimitiert Staatsanleihen auf. Das war ein weiterer Vertragspunkt, das darf die EZB eigentlich gar nicht. Und parallel hat er gesagt, wir geben auch gleichzeitig den Gläubigerstatus auf. Das heißt, wenn die ganze Sache schief geht, wenn sich die EZB vollgesaugt hat mit spanischen, portugiesischen, griechischen und was weiß ich für Staatsanleihen und die Sache geht irgendwie über die Wupper, dann haftet der europäische Steuerzahler auch. Mhm. Auch hier wiederum der deutsche Steuerzahler, weil die noch wirklich viel Geld auf der hohen Kante haben. Und die EZB ist, wie gesagt, weder autark noch irgendwie neutral oder irgendwie außerhalb des Gesetzes, ganz im Gegenteil. Herr Draghi hat seit seiner Präsidentschaft alles getan. Alle Handlungen von ihm waren reine Geschenke an die Finanzbranche. Natürlich hat er seine eigenen Kontakte und Seilschaften noch bei Goldman Sachs und den ganzen großen Investmentbanken. Und bestes Beispiel, er hat vor Weihnachten 2011 und im Februar 2012 den Banken in Europa wegen der Kreditklemme insgesamt 1 Billion Euro zum Minizins von 1% für 3 Jahre zukommen lassen. Und da fragen wir uns natürlich, warum hat er das gemacht? Ja. Er hat das gemacht, weil die Banken sich untereinander nicht mehr getraut haben, weil sie sich untereinander kein Geld mehr geliehen haben. Und Geld ist das Blut der Wirtschaft. Und da stelle ich mir natürlich als kleiner Bürger die Frage, die Banken leihen sich untereinander kein Geld mehr, aber ich soll mein Geld auf dem Konto lassen. Und selbst das viele Geld, was die Banken dann von der EZB bekommen haben, haben sie sich nicht untereinander verliehen, sondern sie haben es bei der EZB, bei der Einlagefazilität eingelagert zu einem Zins von 0,25%. Das heißt, sie haben ein Minusgeschäft gemacht, weil sie sich untereinander nicht trauen. Und das stimmt mich bedenklich und bestätigt mich in meiner Meinung darin, wenn die Banken sich untereinander kein Geld leihen, warum soll ich ihnen Geld leihen, lieber doch mein Geld vom Konto zu heben? Das wäre Menschenverstand, gesunder Menschenverstand, so hört sich es an. Aber der wird ja die ganze Zeit ausgeschaltet, habe ich den Eindruck. Ja, man versucht, den Leuten den Verstand auszuschalten. Aber ich denke, es gibt hier noch viele smarte und aufrechte Bürger, die sich den Menschenverstand nicht ausschalten lassen. Ja, mal einfach weniger Sportschau, weniger Bildzeitung, weniger Deutschland sucht einen Superstar und mal vielleicht ein bisschen mehr sich informieren, austauschen. Es gibt großartige Blogs, Webseiten und natürlich auch großartige Bücher. Das stimmt. Vielleicht gehört da sogar eures dazu. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich schätze ich schon. Ich habe es nicht gelesen, ich kann nichts dazu sagen. Ihr habt es nur geschrieben. Da kommen wir mal wieder zu einer Frage, die eingereicht wurde, und zwar von einem gewissen Rockefeller. Vielleicht war es der David. Man weiß es nicht, aber Rockefeller fragt, sowohl die Bürger als auch die Politik haben das Spiel der Hochfinanz hoffnungslos hoch verloren, dass man in keiner westlichen Nation noch von demokratischen Verhältnissen sprechen kann. Ja, richtig. Gut. Weder Regierungsparteien noch die Opposition im Bundestag betreiben hier Ursachenforschung, sondern beschränken sich allenfalls auf Symptomkosmetik. Ist dieses System, das man auch als gewerbsmäßig organisierten Betrug bezeichnen kann, auf demokratischem Wege überhaupt reformierbar? Oder handelt es sich bei unseren finanzpolitischen Volksvertretern eher um Leichtmatrosen, die den Admirälen der Hochfinanz gegenüber sitzen, wie sich Utz Klaassen, der ehemalige Chef des Energiekonzerns NBW, in einem Talk in der Hangar 7-Sendung auszudrücken wusste? Sind das sozusagen, um ein böses Wort der Vergangenheit zu benutzen, Erfüllungsgehilfen? Also das Statement von Herrn Klaas, ja, das ist schon ein Wort. Wie gesagt, es ist schwer zu beurteilen, es generell zu verurteilen, aber meiner Meinung nach erweckt es doch unser System den Anschein, dass der Herr Klaas vielleicht mit seiner Aussage doch recht haben könnte, weil wie kann man sich sonst erklären, dass unsere Parteien, die sich christlich, liberal, sozial, grün und was weiß ich nicht alles nennen, ein Finanzsystem unterstützen, das für mich nicht christlich ist, nicht sozial, nicht liberal und auch nicht grün, sondern hochgradig asozial? Ich möchte
auch kurz einen kleinen Text aus dem Buch vorlesen, den wir geschrieben haben, Fazit auf Seite 333, also die Hälfte von 666. Die Finanzindustrie hat es geschafft, die Staatskassen zu plündern und die Politiker in eine gefährliche Abhängigkeit zu bringen. Das Problem ist, dass sich die Staaten eine weitere Rettung des aufgeblasenen, spekulationsgetriebenen Finanzmarktes nicht mehr leisten kann. Eine weitere Bankenrettung kann nur noch auf Kosten der Allgemeinheit geschehen. Und wir sagen es auch klipp und klar, die Übeltäter, Banker und Versicherungen werden geschützt, gedeckt und von den Politikern und Notenbankchefs weltweit unterstützt. Die Banken berauben uns und schmieren steht die Politik. Ja, dann möchte ich noch die nächste Frage geben, und zwar kommt die von Klaus. Klaus ist voll des Lobes für euer Buch. Er hat einige gelesen, aber eures sei mit Abstand das Beste, was er zu dem Thema gelesen habe. Und er möchte nun wissen... Dankeschön, Klaus. Er möchte wissen, Sie haben ja mit vielem leider recht behalten. Was kommt noch auf uns zu? Was können wir tun? Und wann kommt der Tag X? Also zuerst mal die letzte Frage. Wann kommt der Tag X? Das können wir natürlich nicht beantworten. Jeder, der meint, er wüsste, wann der Tag X kommt, halte ich für hochgradig unseriös, weil, wie wir schon gesagt haben, wir können leider nicht in Zukunft blicken. Da müssen Sie dann wirklich Analysten fragen. Aber wir können sagen, nachweislich war unser System seit 2008 fünfmal am Rande des Kollaps, wurde aber durch die Interventionen und Eingriffe der Notenbanken und Regierungen vom Abgrund weggezogen. Ob es auch ein sechstes und siebtes Mal gut geht, das weiß ich nicht. Deswegen ist es wichtig, lieber vorsorgen als nachsorgen, wo wir auch gleich auf die nächste Frage zukommen können. Was kommt, das ist die, was könnte kommen? Also würde ich sagen, lassen wir uns mal in den Süden Europas wandern. Die Spanier und die griechische Bevölkerung wird sich das nicht mehr lange bieten lassen. Die Jugendlichen werden weiter auf die Straße gehen. Es wird Unruhen geben. Es werden Aufstände wahrscheinlich geben. Hoffentlich, was wir nicht hoffen, vielleicht sogar Bürgerkrieg. Aber auch hier wird die finanzielle Repression immer weiter um sich greifen. Auch bei uns werden wir in Deutschland noch Dinge erleben, die können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Wir alle werden abgeben müssen. Wir alle werden verlieren. Wir alle werden weniger haben im Endeffekt. Wir erleben gerade alle live in der ersten Reihe einen epochalen Wandel. Wirklich einen epochalen Wandel. Wir schreiben gerade Geschichte. Was jetzt passiert und passieren wird in naher Zukunft, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es sind unglaublich spannende Zeiten. Aber wir sind ja auch Optimisten. Deswegen sagen wir auch, lieber Klaus, in dieser riesen Krise steckt auch eine riesen Chance. Noch nie war mehr Geld im System wie aktuell. Noch nie waren wir mehr verzahnt miteinander. Das heißt, wenn es knallt, dann knallt es weltweit, Kettenreaktionen. Und davor muss sich jeder sozusagen schützen und auch aktiv werden. Und wichtig ist natürlich, das ist wie im Flugzeug. Erstmal muss man sich selber versorgen. So denkt auch, der Mensch denkt immer erst an sich und ist archaisch, aber dann auch die Mitmenschen versuchen zu versorgen und zu retten. Das heißt, jeder sollte, wenn er auf stabilen Beinen steht, versuchen, die Message rauszutragen, zu multiplizieren, seiner Umgebung zu helfen. Weil umso mehr Menschen wissen, was kommt und mental darauf vorbereitet sind, umso klimpflicher läuft es hier ab. Und dann, ganz wichtig, ist, dass dann praktisch in Zukunft, wenn das System kollabiert, andere Menschen das System neu implementieren und gestalten als die jetzigen, die oben an der Macht sind. Weil sonst, wenn wir im gleichen Chaos wieder landen werden, dann hat sich nichts geändert. Das Problem ist halt, Fett schwimmt immer oben. Das heißt, diejenigen, die jetzt an der Macht sind, wollen auch an der Macht bleiben und machen dafür alles. Vielleicht noch ein Punkt zu den Märkten. Also uns wird auch öfters gefragt, wie sieht es denn mit Aktien aus? Also wir sagen, klar, die Aktienmärkte, irgendwo muss das billige Geld hin. Aber je höher wir klettern, desto tiefer werden wir wahrscheinlich fallen. Und wenn ich mir manche Unternehmen anschaue und wieder den neuen Markt zurückdenke, da gibt es ein Unternehmen mit einer Frucht als Logo. Das ist anscheinend so viel wert wie über die Hälfte aller DAX-Unternehmen, obwohl es nicht mehr eigene Produktionsstätten hat. Das ist für mich, kann man schon sagen, ein neuer Markt 2.0. Wir hatten im Buch ja auch vor über einem Jahr gesagt, Facebook wirklich die Finger von lassen und es hat sich halbiert. Also es wird auch an den Aktienmärkten noch sehr viel Geld verbrannt. Dann genauso sehen wir dazu stehen, wie auch eine massive Immobilienblase in Deutschland wachsen. Weil was wir hier gerade machen, ist nicht mehr reell. Wir machen hier momentan Subprime 2.0. Wir geben Kredite an Leute, die es sich eigentlich nicht leisten können und die kaufen sich damit überteuerte Immobilien. Und zu was das führt, müssen wir nur nach Amerika schauen, nach Irland, nach Spanien etc. pp.
Also, lieber Klaus, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es werden Sachen auf uns zukommen, die können wir uns momentan noch gar nicht ausdenken. Starke Parallelen auch zu Argentinien. Wir werden Verwerfungen erleben, wir werden Geldvernichtung erleben, Vermögensvernichtung erleben. Wir werden wirklich also krasse, krasse Sachen erleben. Und ich hoffe nicht, dass es zu einem Worst-Case-Szenario kommt, weil auch da wieder, wenn man in die Vergangenheit schaut, große wirtschaftliche Verwerfungen haben immer zu Krieg geführt, so haben sich die Staaten immer billigsten entschuldet. Und das war natürlich das Worst-Case-Szenario, das wir gerade haben. Aber momentan, wenn man die Tendenzen erkennt, muss man sagen, ja, die Gefahr steigt von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, dass es vielleicht auch in Europa wieder mal einen Krieg gibt. Und das ist natürlich schlimm. Das ist es. Ja, damit wir uns jetzt von dem ein wenig beruhigen, wäre es euch recht, wenn wir wieder ein Häppchen Musik hörten? Ja, gerne, gerne. Gut, dann hören wir jetzt wieder ein Gedicht von mir, was ich mit Paul Damerau dann vertont habe, und das nennt sich Fluchten und Räume. Bitte. In meinem Bette liegend, ohne zu wissen, dass ich träume, bewege ich mich durch eines großen Hauses Fluchten und Räume. Zu Beginn des Traumes waren die Zimmer viel bevölkert, weit und hell. Es gab Musik. Tänze und Gespräche verliefen beschwingt und schnell. Was gefeiert wurde in jenen Hallen, weiß ich nicht zu sagen. Ich vergaß, währenddem ich durchzog, jemanden danach zu fragen. Bald darauf jedoch wurden die Räume leerer, enger und nächtlicher. Und statt Musik, Tanz und Gespräch ward es zunehmend bedächtiger. Nun bewege ich mich, ohne zu wissen, dass ich träume, ganz allein durch des großen Hauses Fluchten und Räume. Vor mir liegt die geballte, geheimnisvolle Dunkelheit, und von Tür zu Tür wachsen in mir die Stille und Verlassenheit. Im vorletzten Zimmer, das ich noch betrete, erahne ich eine blanke Messerklinge, einzig in der Finsternis darauf wartend, dass ich über sie springe. Blut tropft auf dem Boden, ich muss über die Klinge gesprungen sein und gehe schon weiter ins letzte der vielen Zimmer hinein. Im letzten Zimmer wartet nichts, außer ein leeres Blatt Papier. Es gibt keine Ausflüchte mehr und jetzt stehe ich hier. Mit meinem Blut muss ich das weiße, unbeschriebene Blatt wohl benetzen. Und eben drum galt es, sie vorher an der schneidenden Klinge zu verletzen. Der Traum ist aus und der Job wird eine gewisse Qual. Nun ja, denke ich mir, dann wollen wir mal. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ich bin immer noch nicht allein. Ihr seid noch da? Ja, nein, wir sind da. Wir verlassen dich nicht. Das ist schön. Ich würde gerne einmal etwas mit euch ansprechen, weil es der Aktualität geschuldet ist. Und zwar, was sagt ihr zu den Entwicklungen bezüglich des deutschen Goldes, das im Ausland gelagert wird? Super spannend, wer hätte das jemals für möglich gehalten, aber es hat doch wirklich eine Szene geschafft, die Politik so unter Druck zu setzen, dass sie wirklich jetzt auch agieren muss. Aber Matthias hat eine Frage. Welches Gold? Ja, die Frage ist wirklich, weil wir beide haben schon immer gesagt, also wir sind Schwaben und Ökonomen. Wir glauben nur das, was wir sehen. Und das deutsche Gold wurde schon lange nicht mehr gesehen oder überprüft. Das heißt praktisch, ist es Wolfram, ist es überhaupt noch da, wie dem auch sei. Wie dumm kann man sein, wenn man deutsches Eigentum irgendwie über dem Teich weit weg bunkert im Ausland. Die Amerikaner haben kein grünes Gold in Deutschland. Das ist spannend. Die Franzosen haben auch, oder die Engländer haben kein Gold in Deutschland. Finde ich sehr spannend, warum die nein und wir ja. Gut, wir sind der Kriegsverlierer vielleicht, das mag vielleicht dem geschuldet sein, aber insgesamt, mich würde es überraschen, ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch, auch wenn jetzt 700 Tonnen zurückgeholt werden sollen bis 2020. Ich weiß nicht, warum das so lange braucht, ob das irgendwie, ob die über den Teich schwimmen oder was es soll. De Gaulle hat es damals relativ schnell gemacht, er hat einfach eine Kriegsflotte rübergeschickt nach New York und hat die auf die Kriegsschiffe verladen und ein paar Tage später war das in Paris, in der Banque de Paris. Also so, wie gesagt, das ist ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Das ist vielleicht auch bloß eine Nebelkerze. Ja. Aus dem wird ja nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ja.
Dann lasst uns vielleicht mal ein wenig über Lösungen sprechen. Und zwar auf 160 eures Werkes geht ihr darauf ein, was geschehen müsste, um dem Irrsinn ein Ende zu setzen. Habt ihr euer Werk vor euch liegen? Ja, natürlich, wir haben es intus auswendig. Sehr schön. In- und auswendig könnt ihr es. Sollen wir mal ein wenig die Punkte durchgehen? Das können wir gerne Gerne. tun. Ja, dann beschäftigen wir uns nicht nur mit den Symptomen der Krise, sondern vielleicht auch mit den Heilmitteln. Das wäre ja mal konstruktiv. So fordert ihr denn ein Verbot von komplexen und schwer durchschaubaren Finanzprodukten. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil das, was wir gerade machen, was uns die zum Teil irrsinnigen Finanzprodukte eingebrockt haben, müssen wir jetzt ausbaden. Da gibt es Banken, die bieten Wetten ein auf den eigenen Untergang. Oder Goldman Sachs bietet eine Wette an, dass Griechenland untergeht, dass es überlebt nicht. Und wenn man sich mal überlegt, rein spekulative Werte, die global um den Erdboden auf unserer wunderschönen Erde verteilt sind, haben Volumen von über 800 Billionen Euro. Das, was die Weltwirtschaft aber jährlich produziert, hat nur einen Wert von 70 Billionen Euro. Das heißt, es gibt 11-mal so viel spekulative Werte. Das ist doch ein Irrsinn. Und das sind Riesen-Casinos, Riesenwetten. Wenn Sie zum Casino gehen und sagen, ich möchte 10 Millionen oder 100 Millionen wetten, dann wird der Croupier Sie entsetzt anschauen und sagen, das geht nicht. Aber an diesen Märkten können Sie 1 Milliarde wetten oder noch mehr. Und die spannende Frage jetzt, um auch zu testen, lass uns das Buch gelesen hast, wo ist denn das größte Casino, wo diese Wetten stattfinden? Oh, ich weiß, es ist in Deutschland, aber wo genau? Ja, sehr gut, sehr gut. Das meistens sagen New York oder London. Es ist Stuttgart und Frankfurt. Da gehen jeden Tag, die haben 48% Marktanteil. Das ist, Die Eurex und die Eubax. da gehen jeden Tag Papiere über den Tisch im Wert, im Volumen von 1 Billion Dollar. Na, das ist doch mal ein Batzen. Ihr sagt Ja, auch, das ist dass immer der Banker Vorteil. und ja. Ihr sagt auch, dass Banker und Aufsichtsräte für den angerichteten Schaden, der von Ihnen angerichtet wurde, mit Ihrem Privatvermögen haften sollen. Das hätte Warum eine ist das bisher abschreckende nicht so? Wirkung. Genau sollte auch die menschliche. Ganz einfach, weil Sie müssen es so sehen: Im Englischen gibt es ein schönes Sprichwort. One law for them, another law for us. Ein Gesetz für Sie und ein anderes Gesetz für uns. Die machen sich ihre eigenen Gesetze. Warum sollten sie haften? Das gleiche Beispiel ist noch viel banaler, der Berliner Flughafen. Da werden Milliarden von Steuergeldern versenkt und niemand haftet dafür. Wenn die Vorturner dessen jetzt in irgendeiner bescheidenen Wohnung von Hartz IV leben würden, dann würden sich das andere Leute überlegen. Aber es gibt doch keine Folgen. Sobald das Geld fremder Leute verzockt wird, ist vollkommen egal, ob in Politik oder auch in der Wirtschaft. Jeder Unternehmer, jeder selbstständige Unternehmer, ob es jetzt eine Friseuse ist oder ein Handwerker, wenn der falsch wirtschaftet, ist er insolvent und wohnt in der Sozialwohnung. Ist das aber nicht eigentlich so, dass Politiker auch in diese Liste also aufgenommen werden müssten von den Leuten, die da haften müssten? Auf jeden Die Fall, reden ja ja. zum Auf Beispiel jeden Fall, immer jeden Fall. ja, die reden immer über Verantwortung. Und ich weiß gar nicht, was die damit meinen. Also die müssen nicht wirklich dafür gerade stehen. Und solange das nicht der Fall ist, hat George Bernard Shaw immer noch recht, wenn er sagt, die Politik ist das Paradies zungenfertiger Schwätzer. Ja. Ja, schau doch mal allein unseren Bundespräsidenten an, den ehemaligen Herrn Wulff. Ich meine, größeren Schnäppchenfuchs kenne ich gar nicht. Und ich meine, wie gesagt, was der getan hat, war wirklich schon kriminell. Trotz allem bekommt er jetzt bis zu seinem Lebensende eine staatliche Rente, die die Steuerzahler bezahlt, von über 200.000 Euro. Nennt sich Da das kann nicht ich so sein. Ehrensold? Bitte? Ja, bitte. Ich wollte nur fragen, ob es sich nicht sogar Ehrensold nennt. Das ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Ja, es ist Ehrensold, aber da muss ich sagen, zum Beispiel eine Krankenschwester, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat und auf einen minimalen Bruchteil dessen kommt, was unser Herr Wulff bekommt, dann muss ich sagen, hier läuft, in unserem Staat läuft irgendwas schief. Und lange kann man das dem Volk nicht mehr klar machen, verständlich machen, warum manche Ja, Menschen da sagt viel man mehr wert sind als andere. ja, da sagt man ja, dass solche Leute wie Krankenschwestern zum Beispiel unseren Respekt verdienen, aber mir auch eben nicht. Ihr Ja, wisst, aber das was ich finde ich meine. erbärmlich. Ja, natürlich ist das Ja, erbärmlich. ja. So ist es hier.
zumindest noch zur Zeit. So, dann die Frage, was ich stelle, ist das System noch lebenswert? Das ist die Frage, was ich stellen muss. Ist es noch lebenswert? Ist es überhaupt noch ein System, das menschlich ist? Das ist es nämlich nicht mehr. Ja. Wir würden gerne noch mit einem Zitat aus unserem Buch uns verabschieden. Wir wissen, die Zeit rennt leider. Wir würden noch viel lieber noch länger reden. Wir hätten noch Stoff für mehrere Sendungen, aber wir kommen gerne wieder. Der Mitbegründer von Bretton Woods, das war niemand anderes als John Keynes, den kennt jeder wahrscheinlich. Und der hat gesagt, man sollte wirklich jedem zu denken geben, wenn jemand wie er sowas sagt. Einer der Gründe unseres Systems hat folgendes Zitat von sich gegeben. Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Und damit, liebes Deutschland, gute Nacht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund, weil das ist unser wichtigstes Kapital. Okay, ich danke euch vielmals für das Gespräch und ich hoffe, das können wir nochmal ein wenig wiederholen und dann vertiefen. Und euch da draußen an den Empfangsgeräten danke ich auch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war halbwegs kurzweilig und ansprechend. Und wir hören jetzt noch ein letztes Gedicht von mir. Und zwar heißt das Heute Nachrichten. Tschüss. Tschüss. Heute, da die Nachrichten zu jedem Erdling reisen und mit nie gekannter Geschwindigkeit die Welt umkreisen, da wir auf Norderney wieder unseren Urlaub verbringen, nachdem wir in Guadalajara die Vögel bereits hörten singen, da der Mensch mehr kann, als er beherrscht und versteht und die rasende Zeit in einen Zustand des Stillstands übergeht. Da manch einer sich fragt, wohin mit all den Milliarden, während andere Zeitgenossen die viel profaneren Sorgen plagen. Da wir so viel wissen könnten wie keine Generation zuvor und doch so bildungsarm sind gleich dem ärmsten Tor. Kleine Kinder verschwinden, nur um tot wieder aufzutauchen, indes sich Erwachsene en masse das bisschen Verstand wegsaufen. Da wir schädlichsten Einfluss auf das Klima nehmen und uns nach einer Deus ex machina sehnen. Da man nicht mehr zu sagen vermag, die Erde wird ewig bestehen, so werden sie noch heute kann in atomarem Feuer vergehen. Heute lass ich es bewenden mit dem Gedichte schreiben, vielleicht wird mich das weniger Denken zum Glück verleiten.